Ich werde im Wesentlichen über meine eigenen Erkenntnisse hier sprechen, die sich in diesen Büchern hier niederschlagen. Das heißt also, wir müssen uns fragen, also was, wenn wir essen, was passiert denn da überhaupt? Nicht? Das heißt also, wir haben ja die Angewohnheit, wir schieben etwas in den Mund, also hier in dem Fall ist es eine Karotte und wir denken nicht viel drüber nach und wir schlucken es runter. Nicht? Und da passieren dann eine ganze Reihe Menge von Dingen, die halt extrem wichtig sind, die etwas über die Textur des Lebensmittels aussagen, die etwas über das Aroma und Geschmack des Lebensmittels aussagen und die natürlich auch was über die physikalisch-chemischen Eigenschaften aussagen. Also was ich jetzt im Folgenden machen will, ist die Food-Pairing-Hypothese ein bisschen mir anschauen. Was sind also diese Food-Bäume, diese Trees, die man da immer hat? Warum ist das überhaupt trivial? Und warum ist es nicht vollständig? Hat natürlich auch einen kulturellen Hintergrund dieses Food-Pairings. Und dann mache ich noch so ein paar Ideen, wenn man dann auch zeitlich dazukommt. Bitte weiter. Also die klassische Hypothese ist eigentlich schon uralt. Nicht mal, dass sie von voraus was Bonzi, in der Leistung Blumenthal, ich glaube 92 ist das ausgesprochen worden, dass zwei Lebensmittel gut zusammenpassen, wenn sie ein gemeinsames Schlüsselaroma haben. Klingt logisch, ist irgendwie plausibel und dann hat man hier mal zum Beispiel Coffee und Beef, also Kaffee und Rind und dann werden hier 102 Aromen gefunden, die überlappen und bei Shrimp und Lemon nur 9. Dann ist es aber eine unvollständige Aussage. Nicht? Also ist das Rind roh, ist es gebraten, ist es gegrillt, ist es was haben wir dem gemacht, ist es sous vide gegart, da ist diese Zahl beliebig. Also das ist Shrimp und Lemon hat nur 9, relativ vergleichsweise wenig, ist aber eine beliebte Kombination. Also irgendwie kann man damit so eigentlich nichts anfangen und in der Zwischenzeit sind fast 25 Jahre vergangen und das ist ja in der Aromaforschung hat man da also einiges Neues gelernt. Insofern können wir einen Schritt weitergehen. Bitte schön. Aus dieser Food-Pairing-Hypothese sind ja diese Geschichten entstanden, dass man solche Lebensmittel ins Zentrum setzt und dann eben nachschaut, mit was passt denn das zusammen. Nicht? Also aufgrund von solchen Aroma-Analysen. Nicht? Und also wenn man sich diesen Gurkenbaum hier mal anschaut, dann habe ich hier aus dem Internet, das ist wahrscheinlich von der Food-Pairing kommen, genommen, da treten hier Fische immer wieder mal auf, das ist okay. Bohnen, da kommt dieses Molekül bestimmt auch vor, aber ist bestimmt nicht das Dominante, weil in Bohnen dominiert was ganz anderes. Im Olivenöl kommt es vor, aber im Modena-Vinegar zum Beispiel ist es schon wieder kritisch zu sehen. Das heißt, es ist ein Roasted Duck, es kommt in Roasted Duck vor, aber wenn es geroastet ist, spielt das Gurkenaldehyd keine Rolle mehr. Das heißt also, ich habe damals mir gesagt, was soll ich damit anfangen? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht und ich habe Probleme gehabt. Und jetzt gehen wir weiter. Warum habe ich Probleme gehabt? Also das ist so ein Baum nochmal aus dem Food Pairing kommen, mit dem Apfel, nicht den Camembert, Koriandersamen, schwarzer Tee und so weiter. Breites Spektrum an Fischen, der Rhabarber und solche Sachen. Es wird eins vergessen und das kommt aus der nächsten Folie. Also das ist die Chemie nochmal dazu, das ist also das andere grüne Aroma, das man so hat, also dieses Hexenal, das immer hergezogen wird, das in diesen Lebensmitteln vorkommen soll. In der roten Beete bin ich mir nicht mal so sicher, ich habe es nachgeschaut in der Originalliteratur, ist da, aber spielt kaum eine Rolle. Was wir aber vergessen ist, der Apfel ist sauer, die Sachen sind hier, also Camembert ist Umami, viele dieser Geschichten hier sind bitter. Rhabarber ist süß-sauer, Melone ist süß, Fische, je nach Zubereitungsart, wieder Umami, schwarzer Tee und Kaffee sind bitter und trigeminal. Und wir vergessen das bei dem Food Pairing. Nicht? Das heißt also, wenn wir aber jetzt eine Lösung herstellen aus unterschiedlichen Grundlagen, zum Beispiel Zucker, Salz, Glutamat, Bitterstoff und wurden da Aroma und geben da Aroma rein und nippen da mal dran, empfinden wir das anders. Das heißt also, wir können das Food Pairing nicht machen als isoliertes Aroma Pairing. Also das ist mein Erkenntnisgewinn. Die nächste Folie zeigt ein bisschen noch ein weiteres Problem, warum das ich zum Beispiel ein Problem habe. Also das ist aus den alten Darstellungen. Hier nochmal der Lachs, hier für Kräuter und Gewürze. Können wir vielleicht mal einmal drücken. Dann ist natürlich so, dass man hier, wenn man zum Beispiel Fenchel und Kumin hernimmt, die beiden Gewürze,
Und also hier aus dem Pfefferminz, dann passt das irgendwie dazu, also hier nach diesen Baumgeschichten. Aber natürlich kann ich Fenchel und Kumin direkt verbinden. Nicht? Das heißt also, machen auch verschiedene indische Gewürzmischungen. Also ich muss hier nicht zurück zur Pfefferminze. Was mir als Physiker, das hat also, das ist nur so ein Physiker-Gedanke, hier hat man solche Bäume. Die Bäume haben keine Loops. Nicht? Also man, wenn man hier angelangt ist und man will wieder hier zurück, muss man den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Also ich kann nicht hier direkt zurücklaufen. Das heißt, diese Loops fehlen mir. Physiker nennen das Mean-Field-Theorie. Deswegen ist für mich diese Lebensmittel, also diese Baumstrukturen, sind für mich unvollständig. Hier eben bei dem Kaffee gibt es eine ganze Reihe von Verbindungen, die aus dem Röstbereich kommen, also angeröstet sind. Also diese typischen Röststoffe, diese Pyrazine, Furanone und solche Geschichten, das sind diese typischen Röstduftstoffe, die man hat, nur deshalb hat, weil der Kaffee stark geröstet ist. Die kommen hier beim Lachs nicht vor. Deswegen wieder die Frage, mache ich hier den Lachs roh, gare ich ihn sous vide oder räuchere ich ihn oder brate ich ihn oder grille ich ihn an, sodass ich diese Röstaromen bekomme. Also Food Pairing vergisst zum Beispiel auch das, die Zubereitungsmethode. Der nächste Schritt. Dann hat es vor 2 Jahren eine aufsehenerregende Arbeit gegeben über dieses Food Pairing. Also wenn man dann nachschaut, also so mit so Big Data Methoden, dann schaut man nach und was da alles überall drin ist, schaut sich auch Gerichte an und dann sieht man, in Nature Communications, dann sieht man also viele Lebensmittel, aber man sieht hier generell auch wieder eine Baumstruktur. Es gibt ein paar Loops, ja, hier zum Beispiel Pilze, das sind hier alles Pilze. Da kann man so Kreuze hin und her gehen. Ne? Und auch hier bei den Fischen kann man hin und her gehen. Es gibt immer so ein paar Loop-Inseln, es gibt also eine gewisse Anzahl von Loops, was ja auch logisch ist, ne? Aber es gibt viele, die sind keine Loops. Also was mir hier wieder fällt, sind Loops. Gehen wir noch einen Schritt weiter. Also das heißt, also meiner Ansicht nach, die klassische Food-Pairing-These ist also unverständlich, weil sie Dinge nützt, Dinge vergisst, die wichtig sind, nämlich wo kommen diese Aromastoffe her, warum hat ein Lebensmittel ein bestimmtes Aroma, die Veränderung des Aromas während des Kochens, diesen Diagrammen, diese Loops, der Wechselwirkung mit Geschmack ist unklar, die thermodynamische Umgebung, also Fett, Wasser, Öl, Protein und so weiter und so fort, Textur wird vergessen, denn das ist so ein trockenes Lebensmittel, werden also die Aromen viel rascher herausgeschleudert als aus einem Lebensmittel, das einen höheren Wassergehalt hat. Und natürlich auch die Wechselwirkung mit anderen Food-Komponenten. Ich meine, das sind solche Dinge, die das bisher vergisst. Nicht? Und das ist aber auch nicht auf, mal so im Handschlag zu erledigen. So ein Standardbeispiel, Miso. Na, Miso ist der Inbegriff der Fermentation von A bis Z. Na, da wird fermentiert über ein Jahr. Ne? Also hat man hier irgendwas drin, Protein, Kohlenhydrate, also je nachdem, haben wir Weizen oder Soja, vielleicht auch ein bisschen Fisch dabei. Und dann sieht man aus all diesen Stoffen, Pigmenten, Fette, Kohlenhydrate, DNA, Proteine, Vitamine, entstehen irgendwo Geschmack und Aromen. Und deswegen ist die Sojasauce von dieser Duftbreite und von dieser Geschmackstiefe. Nicht, weil sie aus dem Lebensmittel nichts mehr übrig lassen, als nur noch Bestandteile und also Geschmacksstoffe plus Aroma. Und deswegen ballert ihnen das eigentlich alles zu. Aber jetzt ist die Frage, wenn also alle Lebensmittel aus Protein und so weiter, Kohlenhydraten und Zucker und Kohlenhydrate und Wasser und Fett bestehen, dann ist es nicht verwunderlich, dass verschiedene Lebensmittel, also eine ganze Reihe von Lebensmitteln, ein ähnliches Aromaspektrum hat. Also ist das Food Pairing, das Nachschauen nach einem individuellen Übereinstimmen eines Aromastoffs zweitrangig, wenn die sowieso da sind. Was ich zusammengefasst habe, also ich teile also diese Aromastoffe in diese Grundgerüche ein. Also hier oben so ein bisschen diese wachsig, pilzartigen, fettigen, säuerlichen Gründuftstoffe, weil sie eben ähnliche Struktur haben und auch eine ähnliche physikalische Chemie. Schwefel habe ich hier rausgenommen, die habe ich am Anfang noch da drin gehabt. Dann eben diese floralen Duftstoffe, nicht? Das sind dann hier eben auch diese typischen Protagonisten, die man dann auch bei diesen 270 Aromastoffen findet. Also diese kräuterigen Geschichten, diese aromatischen Geschichten, und dann eben hier
was eben hinzukommt, sind diese nicht flüchtigen Stoffe, die eben diese starke trigeminalen Reize ausmachen. Also sprich Adstringenz zum Beispiel beim Wein oder auch was beißend oder stechend oder auch das Perlen vom Champagner. Also man kann eben diese Strukturen bestimmten Protagonisten zuordnen. Also hab ich für mich schon mal hier eine weitere Reduktion von Möglichkeiten mir bereitgestellt. Das heißt, ich habe also hier oben das perfekte Pairing und ich habe hier diese Kontraste. Ja. Und das macht für mich immer, also das ist meine persönliche Meinung, macht für mich, die Kontraste sind für mich unheimlich wichtig, um einfach ein Lebensmittel, einen Teller spannender zu machen. Also ohne Kontraste geht bei mir eigentlich nichts. Und deswegen dieses reine Pairing, also wenn ich nur diesen Salat hier esse, weiß ich nach dem zweiten Löffel, wie der dritte oder vierte oder fünfte schmeckt. Und dann ist es langweilig. Weiter. Es war so mal so ein Hype in diesem Food Pairing, also es ist auch hier in einem Keimus-Blog, Banane und Petersilie zu paaren, ist auch eine wunderbare Geschichte. Aber auch hier kommt es eben darauf an, gebe ich den roh, gebe ich den frittiert, gebe ich ihn hier als Pulver drauf, das ist jedes Mal was anderes. Also es ist jedes Mal eine unterschiedliche Wahrnehmung und auch eine unterschiedliche Aromafreigabe. Das heißt also, wenn ich sage, ich weiß jetzt, dass ich Banane und Petersilie paaren kann, weiß ich also ich bin kein Koch, aber ich weiß es nicht, was ich damit überhaupt machen soll. Ja? Soll ich die beiden zusammen pürieren, ja, und dann von 0% Banane bis 100% Petersilie gehen, dann habe ich immer so Zwischenstufen, dann schmeckt alles anders. Ja? Aber nur dann könnte ich eigentlich die Aromafreigabe testen, weil die Textur immer gleich ist. Dieses Zusammenspiel von Aromen, das ist eigentlich was, das kommt von Michael Roberts, das ist so einer der Mitbegründer der neuen amerikanischen Küche gewesen. Und der hat beschrieben, dass es gibt so im Prinzip drei Arten, wie wir Aromen zusammen funktionieren können. Flavor Marriages, also Vermählungen, wo Aromen so sehr miteinander verschmelzen, dass man sie gar nicht mehr so richtig auseinanderhalten kann. Also man merkt nicht mehr nebeneinander stehen. Curry ist so ein klassisches Beispiel, wir haben es auch vorher gehört, mehr als 5 Aromen können wir gar nicht mehr auseinanderhalten. Oder auch Hummer mit Vanille ist für mich immer wieder so ein Beispiel, wo das passt einfach wahnsinnig gut zusammen, man merkt es gar nicht mehr nebeneinander stehend. Dann gibt es die Möglichkeit, mit Gegensätzen zu spielen. Er nennt das Oppositions, Flavor Oppositions. Dieses klassische süß-sauer, süß-salzig, wo sich die Kontraste, gegenseitig Verstärkung schaffen und auch Interesse schaffen. Es ist ja bei der Komposition von einem Gericht, ist es ja auch immer eine Balance zu finden zwischen, dass man die Erwartungen bedient, also nicht zu extreme Sachen macht, und aber gleichzeitig was hat, was Spannendes, was Neues, was einen Kontrast schafft, wo man sagt, ah, guck mal her, wie schmeckt denn das jetzt, woher kommt jetzt das? Und dann dieser dritte Ansatz sind diese, ich habe das mal als Gegenüberstellung übersetzt, im Original Flavor Juxtapositions, also Aromen, die nebeneinander stehen können, die Bestand haben nebeneinander. Heiko hat zum Beispiel ein Gericht gemacht mit Fisch, mit Senfkörnern, wo genau das so eigentlich für mich wirkt, dass die so nebeneinander stehen. Wo wir uns ein bisschen getraut haben, haben wir Botagarogen auch im Dessertbereich eingesetzt. Da haben wir eine gestockte Sojamilch dazu gemacht, die aber nicht ganz süß auch abgeschmeckt, haben die mit Erdbeeren und Pfeffer dann nochmal auch kombiniert. Fanden wir einfach auch eine sehr, sehr gelungene Kombination, weil auch die salzigen Noten, die einfach im Botaga einfach enthalten sind, gehen extrem gut mit Erdbeeren. Muss man einfach mal manchmal übereinander legen, geht wirklich gut. Wir machen wir gehen nochmal eins weiter, wir machen aus diesem gewalzten Kaffee, machen wir Kaffeesalz. Auch zum Salzen oder zum Nachwürzen. Eine Soße damit abschmecken, ganz zum Schluss das Salz oben drauf machen, also gerade Rindfleisch, auch Fischgerichte, da hat man ein bisschen den farblichen Ansatz nochmal. Kann man natürlich auch immer wieder sagen, okay, das passt nicht wirklich, aber wir finden auch, dass ein Schellfisch mit Guacamole und mit Kaffeesahne, einfach auch, also auch Kaffee aromatisiert, ist so eins meiner Gerichte, weil ich eigentlich auch schon ein paar Tage gemacht habe, finde ich extrem spannend. Und da kommen einfach auch eine Spannung auf. Und da haben wir uns mal nach Südamerika dann einfach auch begeben, wo wir da einfach diese Aromenstrukturen dann natürlich auch gefunden haben. Kaffeesalz ist 10 Teile Salz und 3 Teile von diesem gewalzten Kaffee. Wenn ihr es probiert,
Es schmeckt natürlich nach Kaffee und Salz. Also, ne, also klar, aber wenn ihr das auf Speisen macht, es potenziert einfach. Also unglaublich. Und wenn ihr mit Kaffee oder wenn wir mit Kaffee würzen, wir haben gemerkt, wenn wir es kurz nur drin lassen, schmeckt es natürlich nach Kaffee, aber ich muss es reifen lassen. Also das Aroma ist dann so ein Stück weit flüchtig, kann man sehr, sehr gut auch mit einsetzen. Da haben wir den Schweinebauch, den haben wir sous vide gegart. Diesen sous vide gegarten Schweinebauch haben wir mit einem Kaffeelack dann nochmal versehen, haben das nochmal abgeflammt, also auch da wieder Röststoffe zu kriegen, um das nochmal auch zu dokumentieren. Da haben wir Cichorie, also Chicorée haben wir hier genommen, roter Radicchio, den wir nochmal gedünstet haben, um da einfach so eine Bitternote nochmal mit dazu zu machen. Haben das kombiniert mit einer süßlichen Komponente, um dann da Feigen nochmal mit da reinzunehmen. Und die Haptik haben wir hier so beschrieben, dass wir den Schweineknochen, also die Rippchenknochen, sauber geputzt haben. Und Haptik ist ja auch das, haben wir ein Tartar drauf angerichtet, also so ein Pulled Pork eigentlich auch, haben das nochmal abgeschmeckt und auch ich habe mich daran erinnert, jeder hat zu Hause immer gerne die Knochen auch geknurpst, ne? Kennt jeder, oder? Macht das jeder gerne zu Hause? Der eine mag es, der andere hasst es, aber da wollte ich halt da, aber auch, weil das ist etwas, was ja überhaupt nicht irgendwo auch nochmal niedergeschrieben ist, Emotionen. Ne? Wie kann ich Emotionen schmeckbar machen oder wie kann ich das auch umsetzen? Und das ist ja das Schöne auch an der Sache, ob ich ein Lachs räucher, eine Glasglosche oben drauf mache und den Rauch mit auf den Tisch der Gäste, ist eine Emotion. Licht, Emotion, also Besteck ist Emotion. Alles das, was stört, das ist ein Handschmeichler hier. Alles das, was stört, lenkt euch vom tatsächlichen Genuss ab. Den Kaisergranat, den nehmen wir aus der Schale. Wir kühlen grobes Meersalz in flüssigem Stickstoff runter. Diese Temperatur wird so bei 80 Grad dann auch minus sein, wo sich dann sich das Salz dann einfach nochmal befindet. Dann nehmen wir einen Easy Sprayer und sprühen da Olivenöl rein und vermengen das. Dann machen wir Rosmarin, Thymian und Limonenabrieb dazu. Und was da das Verrückte ist, die Öle oder die Duftstoffe lösen sich auch bei Kälte. Und ich meine heute noch besser als bei Hitze oder bei Wärme, weil die verändern sich. Da kommt es immer wieder darauf an, wie viel Hitze ich da auch dazugebe. Das ist ganz witzig. Wenn man das da reinmacht, verändern sich die Strukturen einfach nochmal extrem und finden wir einfach sehr, sehr gut. Das, was wir dann machen, dieses Gericht, wir machen ein Bett aus diesem Salz, Olivenöl, Kräutergemisch, machen das dann auch dahin, legen dann die gepulten Langostinos da rein und bereiten dann dieses tiefgekühlte oder das tiefgekühlte Salz nochmal oben drauf. Lassen die Langostinos 2 Minuten maximal drin stehen. Nehmen die dann raus, klopfen die ab und schneiden die dann auf. Ideal, um dann auch bei den Gästen im Service richtig etwas Gutes auch zu bewirken, weil die haben einfach Spektakel. Ne, die sehen es ein bisschen dampfen, aber auch der kulinarische Aspekt kommt nicht zu kurz. Weil das, was passiert ist, die Langostinos werden so zart und weich, als wenn man Langostino-Eiscreme essen würde. Die haben einen Schmelz, das ist unglaublich. Und viele sind da total überrascht, aber eigentlich nichts anderes, als wenn wir, ich sag mal, früher Crêpe Suzette ist flambiert, man hat die Aufmerksamkeit, Emotionen können wir da einfach wieder transportieren und ein Geschmacksbild, was wir vielleicht so noch nicht kennengelernt haben. Wenn ihr das mal ausprobieren wollt und euch ist der Kaisergranat zu teuer, ich kann euch sagen, wir haben alles ausprobiert. Von Garnelen, von Hummer, über Reh, über Kalb, über Geflügel. Funktioniert nicht. Nur die Struktur der Kaisergranat ist für diese Zubereitung geeignet. Wirklich. Wir haben alles probiert. Ihr schlagt euch die Zähne aus. Wirklich. Die Mandelmilch. Mandelmilch haben wir Mandeln genommen, also klingt auch banal. Wir haben geschälte Mandeln genommen, die geschälten Mandeln dann einfach nur in Milch eingelegt, haben die auf 80 Grad im Sous-Vide-Verfahren erhitzt, haben die einfach 12 Stunden dann nochmal ziehen lassen und haben dann hier ein Agar-Agar auch mit dazu gemacht, das Agar-Agar einmal aufkochen lassen, das war's. Ein bisschen Salz dazu, fertig. Ihr fragt euch, wie wir es gleich wieder rauskriegen, gell? Ja, Luft, genau. Das machen wir gleich. Und auch die Mandeln, die haben wir, nicht, dass wir die nicht mehr verarbeiten wollen. Das, was wir damit machen, ist, wir nehmen die gleichen Mandeln und rösten die.
Und dann gehen wir auch einen Weg, dass wir mittlerweile auch nicht nur sagen, sondern auch denken, dass wir alle Nüsse einfach auch in tiefem Fett dann auch rösten. Das heißt so ähnlich wie ein Schnitzel. Also finde ich wesentlich angenehmer. Und hier sieht man, dass das Röstergebnis natürlich ganz anders ist. Die verbrennen etwas schneller, weil einfach da immer wieder noch Molke auch ist. Und hier kriegt man eine sehr, sehr tolle Konsistenz. Ihr könnt das alles probieren, wenn ihr wollt. Dann haben wir die gleichen Mandeln genommen, die aber nicht in Milch auch ausgekocht, sondern wir haben hier die gleichen Mandeln genommen, die haben wir geröstet, auch in tiefem Fett, und haben die mit schwarzem Kardamom einfach auch gewürzt. Das heißt also, die dann geröstet, warm abgeräumt, leicht gesalzen, oben drauf nochmal auch gemacht, und etwas ölig sind die noch, könnt ihr auch probieren. Und dann haben wir die im Anschluss dann nochmal geräuchert. Also kann ruhig so eine leichte Räuchernote dann einfach nochmal haben. So, Thema Mandeln, Mandelmilch, haben wir eine Mandelcreme auch genommen. Auch Milch, etwas Honig und auch nur die Mandeln. Textur schafft die alleine. Die haben wir auf 70 Grad erhitzt, einfach fein mixen lassen. Thermomix, ne, ist dann unsere größte Hilfe. Und diese Konsistenz bekommt es dann ganz von alleine. Ich brauche nichts anderes nochmal dazu machen. Was ich hier habe, geradliniges Mandelaroma nochmal. So. Hier lösen wir das Marzipan erst in der Butter auch auf. Und hier mag ich es auch, dass das Marzipan hinterher so ein bisschen auch geröstet wird. Und das Wertvollste für mich ist auch natürlich die Butter. Die geben wir dann hinterher nicht weg, sondern servieren es tatsächlich auch mit diesen... Und servieren es dann auch direkt auf diesem Gericht nochmal dazu. So. Ich muss noch ein bisschen Butter haben. Ich weiß, ich kill das Budget gerade, ne? Weil ich habe das Erste, was ich in der Schweiz gelernt habe, nämlich so viel Butter. Ne, ist teuer. So. Lege ich mal da hinten drauf. So. So, wie gesagt, das Marzipan kann sich auch ruhig in der Butter ein bisschen auflösen, überhaupt kein Problem. Kann auch ruhig so eine aufsteigende Hitze sein, und dann lege ich gleich die Garnelen einfach mit dazu. Die mache ich auch ungewürzt einfach dazu, lege sie einfach nur nochmal auch mit ein. Wir haben natürlich auch den Darm gezogen, wir nehmen aber unten immer wieder, wir schälen die und nehmen eine kleine Zange und ziehen dann den Darm einmal lang raus, dann platzen die nicht so auf. Ist dann nochmal etwas schöner, wie wir finden, dann einfach auch. Also kulinarisch wertvoller für uns dann. So. Ein bisschen Limonöl machen wir noch dazu. Also um hier so eine kleine fruchtige Note nochmal mit dazu zu bekommen. So. Und jetzt muss ich fast schon anrichten. So, anrichten. Einen Teller. Beilage machen wir dazu. Da kannst du was zu erzählen, weil wir haben nämlich saurer Honig. Klingt auch wieder sehr, sehr einfach, aber hat auch eine lange Tradition. Also das, ja, also der saure Honig, das war sehr spannend, als ich mit Taiko diesen Teller besprochen habe, hat mir von diesem sauren Honig erzählt, und ich habe mich erinnert, das ist etwas, das haben schon die alten Griechen gemacht, das nannten die Oxymeli, und haben, ich glaube, zwei Teile Honig, ein Teil Wasser, ein Teil Essig miteinander eingekocht, bis zu so einem dicken Paste, das macht dann auch ein bisschen so Schaum, den man dann immer schön abschäumen kann. Und das war gleichzeitig was so ein bisschen eine Basis war für einen Hustensaft, noch mit anderen Pflanzenauszügen ausgekocht, aber auch was man dann im Sommer vor allem einfach mit Wasser verdünnt hat und getrunken hat, weil das ist leicht süß, es ist leicht sauer, es ist sehr erfrischend. Ich habe das auch schon als Getränk gekannt, probieren dürfen, und ist eigentlich ganz spannend, dass man hier von dem Thema Flavor Pairing plötzlich auch auf Dinge kommt, die eigentlich schon eine ganz alte Tradition haben oder irgendwo ein alter Hut sind, könnte man fast sagen. Nichtsdestotrotz nehmen wir aber auch gerne nochmal Bitter mit noch mit auf, und Bitter in dem Falle hier durch, ich sag mal, dass wir hier den gelben Frisee nochmal dazu machen. Umami machen wir hier nochmal dazu, ist eine Tomatenvinaigrette, also mit einem Tomatenkonzentrat nochmal auch versehen. So, das nochmal dazu. Jetzt hoffe ich, dass ich gleich alles dazu mache. So. Sieht ein bisschen komisch aus, sieht aber vorne keiner in der Küche, wenn man da mit einer Spritze dann einfach arbeitet.
um dann diese floralen Noten nochmal zu unterstützen, machen wir ein bisschen Safran auch dazu. Und ich war sehr überrascht, wie gut Safran, der nicht eingeweicht ist, wenn man wirklich auf Safran nochmal beißt, also wie gut das dann nochmal schmeckt. Wenn Köche und Wissenschaftler die Köpfe zusammenstrecken, ist das ein gutes Format? Was denken Sie? Ich denke, es ist extrem gut. Ja. Man hat gesehen, dass ein Koch aus dem Handwerk kommt, der sehr, sehr viel Erfahrung mitbringt und dass ein Wissenschaftler auf der anderen Seite sehr viele neue Ideen mitbringen kann. Und dass, wenn die Köche zusammenkommen mit Wissenschaftlern, dass da ganz etwas Neues entstehen kann. Wir haben gute Beispiele gesehen heute und ich denke, das ist ein Gewinn für beide Seiten. Der eine Seite kann etwas Neues hineinbringen und der andere kann es umsetzen von seiner Erfahrung her und kann etwas Neues kreieren für einen Gast. Und das ist etwas, ich denke, das ist etwas Hervorragendes. Und wir haben in der Schweiz relativ viel Potenzial noch, da vorwärts zu kommen, wenn man auf andere Länder schaut. Und ich denke, das ist eine gute Sache, dass man da mehr und mehr zusammenarbeitet. Niki Senyid, could you please explain me again, why do you think that culture is more important than science when it comes to what we like to eat? Because I think if science tells me that pork liver and jasmine and banana and parsley are nice together, but my mother has brought me up eating, I don't know, say chocolate and bacon for breakfast every morning, I think science has a real job to persuade me that what I've grown up with, what I'm used to, I think it's just, our culture just sets our taste buds. Now, the trouble is as well, is if you're not used to eating banana and parsley or anything like it, when you eat it for the first time, doesn't necessarily, you know, there aren't many flavor pairings that are naturally wonderful together. So I think if you think about the first time, God, even if you can remember, the first time you tried tomato and basil together, and your brain just says, well, yes, because they are naturally right for each other. And maybe they're naturally right to each other because a lot of us have grown up eating sweet and spicy things. Maybe we like it, maybe we like tomato and basil the first time we taste it because it reminds us of Coca-Cola. I mean, Coca-Cola is what? Citric and spice. So we're very used, we have these kind of, I suppose we have these bases of flavor combinations that we like, that we have implanted in us. And I don't know, I maybe chef can do something with banana and parsley that is amazing, I expect so, but for most of us, I think that's not a natural pairing. An English woman selling a book about food to the French, you are having a joke. I mean, it's just extraordinary, but I think what works is this, and I think the thing is, the good thing that I learned from writing the book is that inspiration here is the really interesting thing. Actually, people aren't coming to this, but I mean, it's popular with chefs, it's popular with domestic cooks, it's even quite popular with people who don't cook because they just like reading about food. It's an odd book because it takes quite a sideways look at things and then it makes the brain whirl. And I think it gives people ideas. And in a way, that's the best thing a book like this can do. And the worst thing would have been if somebody had written this book and said, here is the answer. Because that doesn't take you anywhere. Or it might be interesting. But this is for, I think, that lovely moment when you sit down and you think, oh, I want to make something. And you read the book and it has an effect on your brain. And I think, sorry, I'm rambling. But my previous job as an advertising executive, I used to have to write distillations of things about products in order for the copywriter to write something creative. And by doing that, I have a slight talent for giving people clues and half ideas. And I wonder if it's a bit like, and being like, writing like that, so that actually I'm half of the inspiration and then I pass it over to someone else and they bring their own thing to it. And I think that's why it's worked in cross-culturally. It's because it's hints and clues and fun. I agree with said that the culture is the basis. It's the basis for science because there is no science without culture. Of course, the culture tells us what to eat, how we brought up. It's even less than culture because it depends on the region. It depends on the what you start to eat, is where the village where you have been grown up, and things like that. It depends on the seasons. It depends on the way how
your mother cooked, at least in my age, and the science comes later, because why do we do that? What is the reason? Why does it taste like that and like that and like that? And I think science enables open other doors. I think, in my opinion, it's just to explain culture, to explain a little bit of culture, to explain a little bit of our senses, and then we learn something. And I think what was also during the kitchen demonstration, there was one sentence which was a typical example: the molecular kitchen, or the being a molecular chef, was a strange thing, and not many people appreciated that, because it was strange things, and during that, where parsley and banana came up and things like that. But at least what this kitchen, what this idea, the science idea, has brought us was new systems in cooking. Mm-hmm. It was new systems in cooking beyond that what culture brought up. Of course, now you can say, okay, but people in Stone Age, they did low temperature cooking because they digged a hole in the ground, they heated stones from the fire, and they put some piece of meat and they cooked it on low temperature. Of course it was like that. So everything, so science and culture, I think it goes to some extent, it has to go and goes to some extent quite nicely together, and especially in the topic of cooking. I don't know other subjects in life where this is so obvious, that science, culture, history, cooking, practical work and natural science go so well together. I'm not sure that another subject exists. So this is basically what you said as well. You have to train, you have to exercise your taste buds. How do you do that? Usually on my own. I mean, I'm not terribly sure. I think, but extremely consciously, because it is something that you are consciously working at. So how do you do it? Well, you might try 10 different coffees next to each other. I think that throws one kind of light on things. You might try cooking it certain ways. You might sit down with a group of people. But I find unless people are trained and trying, like, it's very hard to do a tasting with, say, I tried this when I was writing the book. Tried to do a tasting with a group of friends, and it doesn't really work because it's quite boring, I think, if you're not really into the subject and trying to get people saying, oh, basil, well, it tastes like basil, and you think, oh, it's not really very useful. So I think sometimes on your own, really concentrating, because tasting is also so suggestive. So being around other people, you know that you just get swayed this way and that. So I think little and often, maybe, really just keep trying, and actually trying to challenge yourself to say it out loud what it is that you're tasting, or the different things. Get the brain to make the connection. Heiko, beim Flavor Pairing nutzt es ja nichts, also wenn man die Kombinationen kennt, das haben wir heute gesehen, das ist schön, das ist gut zu wissen auch, dass es eben ähnliche Inhaltsstoffe sein kann, aber man muss ja auch wissen, wie man eben diese Aromen am besten herauskitzeln kann. Und was mich wirklich interessieren würde, wie gehst du davor? Hast du da auch eine Form von Analytik, die du applizierst auf diverse Zutaten, weil jeder ja anders reagiert? Ja, also sicherlich haben wir so eine gewisse Analytik auch, also aber nur für uns dann im Grunde genommen. Wir machen bis heute alles immer wieder noch sehr emotional, einfach immer noch aus dem Bauch heraus. Aber unsere Trefferquote ist besser geworden. Wo wir früher eine Trefferquote von 30% vielleicht noch hatten, haben wir heute eine von 80%. Also auch mit dem Erfahrungsschatz in den letzten Jahren, den wir da einfach auch gewonnen haben. Es gibt ja so etwas wie eine kulinarische Intelligenz, die man sich auch erarbeiten kann. Da musst du natürlich ausprobieren, da musst du schmecken, da musst du einfach wissen, welche Zubereitungsform für das Gericht das Bestmögliche ist. Also das haben wir heute auch schon gehört, also, weil wenn ich den Fisch brate, gibt es ein anderes Aromafeld dann einfach nochmal. Das ist ja das Wichtige. Wenn ich das im Kopf schon mal zusammenfügen kann, analysiere ich natürlich auch schon. Und das, was man beim Essen unterschätzt, man kann sich auch einen Geschmack merken. Bei Wein ist das immer wieder häufig so der Fall. Dann sagt man, ich habe da und da den Wein getrunken, ist aus dem Jahrgang, die Hanglage. Man kann das beim Essen aber genauso. Und da muss man einfach hin, wie ich finde. Also gerade als Koch oder als Chef muss man da einfach hin, dass du auch eigentlich in der Ausbildung schon beginnst, nicht kochen zu lernen, sondern besser schmecken zu lernen. Darum geht's.
Und das ist für mich so elementar, was so bei uns im Grunde genommen auch findet. Ist egal, aus welchem kulturellen Kreis du kommst. Wenn du miteinander dich austauschst, gibt es Einflüsse, was weiß ich, aus dem Okzident oder aus dem Orient. Und die beiden vermischen sich. Du lernst damit, auch umzugehen. Und das finde ich das Wichtige. Und natürlich, wenn die Köche dann 14 Gänge servieren und ich am Ende nicht mehr weiß, was ich gegessen habe, vor lauter Gänge und komplexe Zusammenstellungen, dann überfordert das natürlich auch den vielleicht ungeübten Gast. Aber andererseits gibt es wissenschaftliche Studien, die belegen, dass man sich zwar erinnern kann, ob die Kellnerin oder der Kellner oder der Maître freundlich war und einen berührt hat oder nicht, aber man weiß nicht mehr, was der Hauptgang eigentlich war. Also man vergisst auch sehr schnell sehr vieles. Yes, that's a bit of problem, the complexity of the plates. And this is something which I find extremely exciting as a future research subject, because you see the number of components and the number of arrangement is completely different. Since this molecular kitchen in Sfera Natria, people try to arrange plates separate. They draw things apart, and the guest has to join with a spoon to work with the spoon through the table, and he loses, of course, some of the combinations. When you make aroma compositions or aroma arrangements, like for example Tanya Granditz, she likes to serve in a sort of deeper plates. There you get with a spoon inside, and you get at least a critical number of components already with every spoon inside. Then you get a much easier access to this dish. So this is something which you told also back to simplicity, back to those combinations that seem to be natural. Not necessarily back to, because I mean there are people who are making these wonderfully complex things who are brilliant at it, and I'm kind of with you on the idea of maybe three courses, give me three of your best rather than the whole 12, because they're not all 12 going to be fantastic. I'm interested in simplicity just because it's such an interesting subject. So I was thinking, I didn't talk about this, but I had a very simple meal when I was writing the book of freshly cooked new potatoes, some Munster cheese, and a little pile of cumin seeds. And it was exquisite. The white wine, I bought it. It was probably quite ordinary, but it was the right one. And it was just, I still remember sitting there eating that meal and thinking, this is just heaven. And I would like to eat more things like that when I'm in charge of the kitchen, you know, slice a bit of cheese, cook a few potatoes, that's something I can do. When I come in, you know, when I eat at chef's restaurant, I want to eat something that I can't do. So, but I would love, you know, the thing about the natural pairings is more, just, you know, it's another alley. All of it, because different people are really good at different things, and they should concentrate on what they're good at. But definitely like the idea of the shortened tasting menu. Mm-hmm. Which is your personal favorite combination? That's so hard, isn't it? I mean, I've already talked about fish and chips and stuff. I think if there's one thing that's elusive that I would love to eat again, I would like to eat that coffee and blackcurrant vacherin glass. It was so amazing. It was so, the flavors, coffee and blackcurrant, so strong. And obviously there's the sugariness of the meringue, and there's the plainness, but those things are very, you know, very kind of simple in the background. It was just, the blackcurrant was absolutely perfect. It was very musky, it was very strong. And the coffee was very dark and very strong. And it hit me like a brick. It was so unlike anything I'd ever had before. Flavor Pairing, die Eindrücke des heutigen Tages aus Profisicht. Was nehmen Sie mit nach Hause? Profisicht ist natürlich die Sicht des Lebensmittelhändlers, nicht des Kochs. Und was ganz speziell ist, was mir Eindruck gemacht hat, ist eben nicht mehr Food Pairing, sondern Flavor Pairing. Das hat mich stark beeindruckt heute. Und ich glaube, wir sind da auf einem interessanten Weg. Und nicht nur die Wissenschaft hat ihr Recht zum Dasein, sondern eben auch der Genuss und die Kreativität. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Message vom heutigen Anlass, dass Kreativität und die ganze Genussseite eine wichtige Rolle spielen, auch in Zukunft. Also der Geschmack, der ins Zentrum gerückt wurde eigentlich,
Was bedeutet es, wenn Köche und Wissenschaftler an solchen Symposien zusammenarbeiten für Sie persönlich? Also ich denke, es ist zukunftsweisend, dass wir die ganze Kochszene, die ganze Gastronomie weiterentwickeln können. Und ich glaube, das ist ein großer Nutzen, dass die Fachleute von der Produkteverwendung und dann auch Wissenschaftler zusammenbringen können. Die Wissenschaftler, die haben heute ehrlich gesagt, dass sie auch nicht alles können und wissen. Und das ist eigentlich das Schöne, wieder die gute Kombination von eben auch Handwerk und wissenschaftlichen Themen zusammenzubringen.